Okay, Achievement. Hätten wir auch drüber springen können. Hätten wir auch nicht befreien können, oder was? Den Wolfi gerettet. Ich nenne dich Wolfgang. Oder auch Wolfi. So, dann geht's weiter die Reise. Und wieder ein Baum im Weg. Die Bäume versperren den Weg mit ihren knorrigen Fängen, doch fürchten dabei womöglich, sich die Äste zu verbrennen. Und wir nehmen eine Fackel mit. Oha. Ich habe wieder versucht, mit der Leertaste zu springen. Matsch, Blitz und Donner sind mächtige Widersacher. Die Abby Armstrong. Mutterseelen allein ränzen und vergiss aus. Während ihre Freiheit im Regen erfolgt. Nun ja, Abby. Die Welt besteht nicht nur aus goldenen Feldern. Das muss man. Oh, wir können Fackel werfen. Fackelweitwurf. Hui. Und das wird hier fast schon gruselig. Ich muss Feuer holen. Diese brennende Fackel. Warum wir die nicht brennende Fackel da nicht anzünden können, ist auch eine andere Frage. Aber okay. Wir müssen schneller sein. Das war ein ganz schön langer Weg hier. Durch den Regen erlischt die Fackel sehr schnell. Tja. Ach, Abby, das hatten wir doch schon. Du kannst dich nicht irgendwo. Nicht vor allem vor dem Wind nichts irgendwo unterstellen. Vor dem Regen. Okay, hier brauche ich wirklich eine. Hier brauche ich Feuer. Da muss ich wohl dafür sorgen, dass hier Feuer hinkommt. Aha, wir können es werfen. Ja, das war weniger erfolgreich. Fackel brennt noch, Fackel brennt noch, Fackel brennt noch. Und jetzt Fackel brennt nicht mehr. Nicht gut. Vielleicht versuchen wir es einfach mal so. Und werfen vielleicht nicht unbedingt das Beste. Okay.
Hier brennt eine Fackel drin. Und die werden wir niemals kriegen. Da müssen wir eine bis zum Ende durchwerfen. Das ist drüben am Ende des Stumpfes liegt. Weil irgendwie müssen wir doch was anzünden können. Da liegen schon viele Fackelstumpfen rum. So, brennt noch. Tja. Wir müssen da was anzünden, sonst wird das nichts. Wir können also so weit unter den Baum werfen, dass sie dort am Anfang, dass wir dann rausholen können. Das wäre eine Option. Da liegt ja schon eine brennende im Baum. Von eine holen, die dann weiter. Ah ja, die brennt hier noch. Wenn wir die Fackel nehmen und die anzünden. Oder nicht? Ist natürlich Mist. Und wie müssen wir doch das Ding anzünden können? Das muss doch machbar sein. Und was, wenn wir jetzt hier einfach rüberrennen und das... eine Fackel da hineinwerfen? Nee, das wird nichts. Wir brauchen eine brennende Fackel hier. Das heißt, wir müssen die so werfen, dass die da durchrutscht. Wir müssen auch irgendwie den Ofen anzünden können hier. Den. Sonst ist es ziemlich unmöglich. Ey. Hier landet es in der Pfütze. Wir können aber ziemlich weit rennen mit der Fackel. Im Regen. Ist das hier wieder oben noch ein Bug? Weil die rutscht da niemals durch. Theoretisch können wir von hier aus, wenn wir am Stamm stehen, die Fackel bis nach unten werfen, aber da unten ist dann schon der nächste unangezündete Ofen, was Genossen. Wie soll denn das klappen? Das ist aus, die Fackel. Jetzt haben wir da drei brennende Fackeln dran. Soll denn da was werden?
wenn das eine Fackel weit genug unten liegt. Rätsel gemacht. Ah, ja, hier. Hier brennt sie doch. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Trotzdem ist es sinnvoll, hier eine Fackel runterzuwerfen. Acht auf dein Lebenslicht, Abby. Ja, was das angeht. Wäldern, so erzählt wir kommen jetzt nicht weiter. Machen dir dunkle Ungeziefer Angst. Oh je. Eine Spinne. Es muss hier noch ein bisschen geübt werden, das Feuer anzünden. Hier die Fackel runterwerfen. Gut, dass die Leute in der Pfütze nicht ausgeht. Okay, weit genug bringen können wir sie, damit wir das Ding anzünden können. Ah, sehr schön. Nächste Fackel. So viel dazu. Den nächsten Schrein anzünden. Wo würde ich jetzt so eine Art Schrein sehen? Das war knapp. Ja, lang genug drücken ist, glaube ich, die. Sag mal. So. Da steht sie mit acht scheußlich zuckenden Spinnenbeinen, bereit dazu, sich einsame Streuen einzufangen. Okay, das hat nicht geklappt. Aber wieso nicht? Er ist der Bossgegner. Das muss doch geklappt haben. Deine Fackel schmeckt mir überhaupt nicht. Zurück. Jetzt hat nicht geklappt. Mit mutiger Hand hast du sie in die Flucht geschlagen. Doch warten in der echten Welt noch tausend weitere Plagen.
Sehr schön.